Bevor wir heute losbauen können, müssen wir erstmal das Biom wechseln. Dafür benutze ich ein Teleportationssystem, das ich gebaut habe. Die Dungeons sind ja relativ weit auseinander, weil die ja immer ein eigenes Biom dann haben. Und dank diesem Teleportationssystem komme ich jetzt schnell vom einen Dungeon zum nächsten. Das hier ist die Hauptmine von den Zwergen. Von dort aus wurden die regiert, aber an dem Teil von der Story wurden sie jetzt schon von Skeletten versklavt, für die sie jetzt Erz schürfen müssen. Bevor es losgeht, wie immer ein paar Worte zu der Bevölkerung. Die Bevölkerungsgruppe sind um einiges übersichtlicher als letztes Mal. Wir fangen mal mit den Skeletten an. Da oben links, das ist der Skelettkönig. Der ist auch größer und breiter gebaut als die anderen Skelette. Und die anderen Skelette, das sind halt ganz normale Skelettsoldaten. Als nächstes die Unterstützer von den Skeletten. Das rechts, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Irgend so ein spinnenartiges Getier. Daneben ist Gollum, aber eigentlich sollte das so ein Goblin darstellen, weil die Goblins ein eigener Stamm waren. Aber da gab es so ein Set von Lego. Das war halt viel zu teuer. Und dann habe ich halt Gollum als Goblin benutzt. Die beiden daneben sollten dann so Golems sein, inspiriert von Clash of Clans. Und als letztes noch die Unterdrückten. Da haben wir zwei Zwerge nur. In dem Spiel gab es eigentlich viel mehr Zwerge, aber die waren halt weltweit unterwegs und nicht so zu Hause. Und rechts daneben die Frau. Es gibt halt keine Zwergenfrauen. Die hatte halt in der Küche gearbeitet, ganz traditionell und sexistisch. Gebt euch mal den fetten Staub da links, das wird noch schnell weggemacht und dann können wir loslegen. Als erstes markiere ich die drei Bereiche. Wir fangen mit dem mittleren Teil an. Das Tor war wirklich nicht leicht zu bauen, ist jetzt auch nicht so super geworden, aber ich finde es mittlerweile ganz chillig. Beim oberen Bereich musste ich dann vieles von Lego wegkürzen, weil man das einfach nicht in Minecraft machen kann, damit es dann auch mit dem Berg zusammenwächst. Jetzt der linke Part, da gab es so eine Rutsche, über die dann die Ressourcen runterrutschen. Da musste ich auf jeden Fall anfangen, so ein kleines System zu bauen, in dem die Zwerge dann durch ihre Mine ihre ganzen Erze durchtransportieren können. Bei dem rechten Part habe ich quasi dieses Kranrad auf Bodenhöhe runtergezogen. Dann habe ich in den Boden rein so einen Schacht gemacht, wo dann auch ein Gegengewicht ist und halt dann noch das Gepäck von dem Kran, dass die Zwerge dann von da unten Material hoch befördern können. Nebendran ist ein angeketteter Zwerg, der für die Skelette schmieden muss. Jetzt gehen wir mal unter Tage und bauen für den Kran ein kleines Ressourcenlager. Jetzt verbinden wir den Kranbereich mit dem Minenausgang. Dabei habe ich TNT benutzt. Das geht halt einfach schnell und sieht auch relativ natürlich aus. Durch das Ganze führt jetzt eine Schienenstrecke und immer mal wieder ist auch eine Halterung da, damit der Stollen nicht einkippt. Nebendran habe ich dann auch noch so einen Schacht gegraben, damit es halt so aussieht, als wären da mehrere Schächte, als wäre das so ein richtig komplexes Höhlensystem. Oben am Tor kommt jetzt die Küche hin. Da wollte ich eigentlich einen Schornstein für den Kamin machen, aber das hat dann scheiße ausgesehen, also habe ich es wieder weggelassen. Jetzt der Chefsaal, in dem vor allem mit anderen Fraktionen verhandelt wird. Das war es jetzt mit der Folge nicht mal halb so lang wie die letzte Folge, was sehr gut ist, weil ich will ja eigentlich eher kürzere und dafür intensivere Videos machen. Deshalb auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt. Aber kürzer als die Folge hier muss es jetzt auch nicht sein. Bautechnisch war das wirklich anspruchsvoll. Einige Sachen, wie zum Beispiel der Kran direkt runter in den Schacht, das waren spannende Sachen. Aber vieles war halt auch wirklich sehr ungewöhnlich und deshalb konnte ich das nicht so gut bauen. Alles in allem ist es aber ganz gut geworden und ich glaube, die Fehler werden dann auch untergehen, wenn erstmal drumherum die ganze Zwergenstadt gebaut wird. Das kommt ja dann noch als Umgebung dazu. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.